Ja, ich denke, dass das nicht so eine einfache Situation ist im Moment. Aufgrund dessen, dass in den letzten beiden Spielen viele, viele Fehler gemacht worden sind. Diesbezüglich ist natürlich auch die Reaktion oder sind die Reaktionen. Diesbezüglich sind natürlich auch die Köpfe nicht so oben, wie man das sonst beobachten kann, beobachten darf. Dass ein bisschen mehr Selbstvertrauen bei den Spielern ist, aber das ist aber auch eine normale Geschichte. Ich denke, dass wir am Samstag erstmal auf einen sehr, sehr guten Gegner treffen, mit fünf sehr, sehr guten Offensivspielern, was sie auch in den Spielen vorher sehr gut interpretiert haben. Aber das ist die große Chance, vielleicht in unsere Art wieder zurückzukehren, dass es personelle Veränderungen geben muss, schon alleine aufgrund dessen, dass ein Spieler mit der roten Karte und der andere Spieler mit der gelb-roten ausfällt.